Das alles Entscheidende sind halt die Leistungen auch auf dem Platz. Und wenn die konstant gebracht werden, dann wird das sicherlich auch beim DFB oder sonst woanders registriert. Grundsätzlich ist Mitch ja schon ein Spieler, der auch schon einiges erlebt hat, also auch über eine gewisse Erfahrung verfügt. Und da sehe ich die Entscheidung natürlich auch ganz klar bei ihm. Da würde ich weder zu ihm sagen, ey, mach dies oder mach das andere, würde ich nicht tun. Aber klar interessiert mich natürlich auch die Gedankengänge, die er dahingehend hat. Und deswegen werde ich mich da mit ihm auch nochmal hinsetzen und auch darüber sprechen. Aber trotzdem die Entscheidung, das ist eine persönliche Entscheidung, die er trifft und nicht wir als Verein. Leider kann ich jetzt auch noch nicht so viel zu sagen, weil ich hatte noch nicht die Möglichkeit, es waren jetzt auch zwei freie Tage für die Jungs, ich hatte jetzt auch noch nicht die Möglichkeit, mit Mitchell persönlich darüber zu sprechen. Aber das sind jetzt Gedankengänge, die er sicherlich, ja, oder die er kundgetan hat. Aber wie gesagt, da würde ich mich erstmal mit ihm austauschen wollen. Nach dem Abstieg, wo dann die Tür aufging, relativ kurzfristig, wo du dich natürlich schon damit beschäftigst, ja, passt das in unser Konstrukt? Nimmt er die Situation überhaupt an? Abstiegskampf bzw. zweite Liga, Aufstiegskampf. Wie steht er dazu? Der Anspruch ist natürlich auch immer da, wenn du von einem Verein wie Leverkusen kommst, kann der auch ein Stück weit woanders sein. Und wir waren aber überzeugt von Mitch. Wir waren auch in der Phase überzeugt, wo es hier noch nicht so richtig lief. Ich meine, ich wurde auch oft von der Presse angesprochen. Glaubt ihr denn daran noch, dass Mitchell Weiser nochmal ein Mehrwert für euch sein kann? Da haben wir auch mal mit Ja natürlich geantwortet, weil wir einfach das Potenzial auch gesehen haben. Im Sommer war es jetzt keine andere Situation. Wir wollten ihn, weil wir einfach um die Qualitäten auch von ihm wussten. Und von daher waren wir sehr, sehr bemüht, das auch umzusetzen, weil wir wussten, dass wir ihm einfach ein Umfeld bieten können, wo es vielleicht auch ein Stück weit ruhiger ist, wo eine gewisse Klarheit entsteht oder beziehungsweise da ist durch den Trainer, er kennt die ganzen Abläufe, aber auch in der Stadt, das ganze Umfeld hier bei Werder Bremen, beim Verein, war schon ein Pluspunkt für uns, dass es überhaupt umsetzbar war, weil wir einfach auch wussten, dass Mitchell sich sehr wohlfühlt in der Stadt und natürlich auch das Erlebte mit dem Aufstieg für sich auch positiv mitgenommen hat. Kontakt gab es nicht, aber trotz alledem, wenn ich Mitch sehe, die Qualitäten, die er mitbringt, haben wir auch letztes Jahr schon oft gesagt. Ne? Er kam hierher, hat sicherlich auch keine einfache Zeit gehabt am Anfang, lange nicht gespielt. Es war auch eine sehr unruhige Saison bei uns. Und man hat einfach gesehen, was er für eine Qualität hat. Und umso mehr hat es uns natürlich gefreut, dass er dann auch in den entscheidenden Wochen, Monaten, als es dann wirklich Richtung Aufstiegskampf ging, dass er halt da war. Und er war eine absolute Konstante, auf die man sich verlassen konnte. Er hat eine gewisse Kreativität in seinem Spiel als Rechtsverteidiger, die sehr schwierig auch zu verteidigen ist. Und er bringt halt mit seinem Spiel Elemente mit, die uns unheimlich gut tun. Und ich glaube auch, warum sollten die nicht auch der Nationalmannschaft gut tun? Vorausgesetzt ist natürlich immer, dass du dieses Niveau auch konstant hältst und deine Leistung weiterhin bringst. Das alles Entscheidende sind halt die Leistungen auch auf dem Platz. Und wenn die konstant gebracht werden, dann wird das sicherlich auch beim DFB oder sonst woanders registriert. Afrika Cup, das ist, glaube ich, für alle Beteiligten, für alle Vereine ein Riesenthema. Und wenn du dann als Verein 3, 4 Spieler hast, die dann für ihr jeweiliges Land beim Afrika Cup auflaufen, ist das natürlich ein enormer Verlust, den du hast. Trotz alledem bleibe ich dabei und sage auch, dass das eine Entscheidung ist, die jemand persönlich für sich auch treffen muss. Und da werden wir keinen davon abhalten.